Anatolika. Und ich möchte Zeit verlieren heute. Oh, okay. Ihr Lieben. Nein. Ich weiß, dass ihr hochmotiviert seid. Nein. Wieso wollen Sie den verlieren? Läuft Ihnen was nicht davon? Oder? Mir läuft die Zeit. In meinem Alter hat man Zeit. Da muss man sich nicht beeilen. Sie wissen das, Heureka. Mhm. Und deswegen fange ich, glaube ich, am besten von vorne an. Seid ihr einverstanden? Ja. Nein. Lass uns einen demokratischen Prozess darüber abführen. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Wir sind scheiße. Wir wollen es jetzt wirklich wissen. Dann stelle ich die erste Frage. Ja. Gut. Soll ich das machen? Nein. Jetzt. Verdammt nochmal, Hugo, Ihnen läuft die Zeit nicht davon. Wir gehen nach Hessen, meine Damen und Herren. Wir gehen nach Wiesbaden. Dort wohnt Christiane Bass. Christiane? Nein. Christiane Bass. Ich möchte gerne wissen, was ist ein Schwarm? Was? Was? Ich hab's gewusst. Sie hören mir einfach zu. Ein meine Mutter nennt mich manchmal so. Ein Schwabber. Das ist eine, ein zu fetter Engel, der halt. Was? Ich könnte auch sagen Schwabbersch, aber es ist ein Schwabbersch. Das gibt es tatsächlich. Das ist ein kleines Tier, was ähnlich wie ein Igel aussieht, wo kleine Spitzen rauskommen. Da kann man so Zettel reinmachen oder mal eine Büroklammer drüber machen oder mal einen Zettel drüber machen oder mal eine Büroklammer reinmachen oder mal eine Spitze reinmachen. Herrlich, was für eine Frage. Es ist ja, das ist ja ein Brüller. Also erstmal vielen Dank. Benny ist existiert. Hallo, ich bin nicht Benny. Schlecht. Knackig kühle Schokolade und eine Creme aus frischer Form. Kinder, so viel Sauce darf saß. Das eine hier ist das Kochserum, wie ihr hier seht. Und dazu werde ich erzählen. Am 18. und am 19. Welches dieser Tiere legt keine Jungen, sondern bringt sein Eier lebend zur Welt? Was ist denn? Der grüne Lehl, der Alpensaß, die Zaunkröte oder die Geburt. Wow. Wow. Alpensaß. Antwort B, Alpensaß. Aber Michael, Ja. So, physisch Astronom, quasi so. Naja, also das ist ein echtes Medium, das ist ein Grenzmedium. Und die Zukunft, das ist ja im Prinzip nicht die Vergangenheit, also die Zeit, die nach der Zukunft gewesen ist. Also im Prinzip ist in dem Moment, wo die Zukunft als Vergangenheit angesprochen wird, die Gegenwart schon gewesen. Also kann ich alles wissen, aber ich weiß es noch nicht. Könnte aber noch werden und die Zukunft ist die Vergangenheit, wenn sie denn wird. Das heißt, das, was noch nicht ist, ist die Gegenwart und die Vergangenheit und die Vergegenwart und die Zugangheit und die Verkunft und die Zuwart und die Gegenkunft und die Verzugegenkunftwart und die. Gummi, 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 Gummi